So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren letztens wieder einkaufen, wir waren unterwegs und was habe ich da gesehen? Eine neue Pizza-Kollektion von Dr. Oetker in einem schwarzen Karton. Es war auf jeden Fall extrem auffällig. Dr. Oetker Suprema, neu, schwarzer Karton, weiße Suprema Schnörkelschrift, goldenes Dr. Oetker Zeichen, goldene Neuschrift. Da gab es zwei Sorten, nämlich Margarita und Salami. Jetzt dachte ich, naja, toll, da ist vielleicht einfach nur der Boden ein bisschen anders. Es ist aber trotzdem Margarita-Geschmack oder Salami-Geschmack. Ist neu, kannst du vielleicht privat mal essen, aber eigentlich auch nicht. Ist auch mega teuer, deswegen scheiß drauf, ess die Pizza, die du sonst immer isst oder kauf dir besondere Sorten. In einem anderen Laden habe ich aber gesehen, es gibt eine dritte Sorte von Dr. Oetker Suprema neu, nämlich Calabrese und Enduyatipo. Verfeinert mit Chili-Honig. Und dann denke ich, oh mein Gott, erstens ist da was mit Chili drauf. Das heißt, das muss ich testen. Zweitens, Chili-Honig. Das ist ja so eine besondere Kombination. Das musst du zeigen, wer das nicht kennt. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was das kann. Das ist ein riesengroßer Karton. Guckt euch das an. So ein fetter Dr. Oetker Suprema Karton. Wir haben das goldene Dr. Oetker Logo. Wir haben weiße Suprema Schrift. Wir haben das goldene Neu. Dann sieht die halt ziemlich fertig und heftig aus, aber irgendwie hier so mit schwarzem Rand. Es hat auf der Nutri-Score ein D. Das ist ja schon richtig krass. Dreimal gereift, über 24 Stunden. Doppelt knusprig, doppelt gehopft. Das finde ich cool. Calabrese und Enduyatipo, verfeinert mit Chili-Honig. Die wollen wir jetzt mal auspacken, mal probieren. Dr. Oetker Suprema ist eine echte Premium-Tiefkühlpizza, eine Reise unserer Teigmeister nach Neapel und tausende von Versuchen an unserer Suprema-Formel haben einen Pizzateig entstehen lassen, der nach höchstem Pizzakönnen in 24 Stunden eine besondere 3-Stufen-Reifung durchläuft und deswegen so unerreicht aromatisch schmeckt und innen luftig und außen herrlich knusprig ist. Dreimal gereift, doppelt knusprig, einfach Suprema. Da steht aber noch viel mehr Text. Klar, dass wir unseren extra großen Premium-Pizza-Boden nur mit ausgewählten Zutaten belegen und im Steinofen bei 400 Grad luftig und knusprig backen. Unsere mit Meersalz verfeinerte Soße aus sonnengereiften Tomaten der Emilia Romagna wird mit Scheiben einer Calabrese-Salami belegt und mit würziger Wurst nach Nutria-Art abgerundet. Mit roten Paprikawürfeln und etwas Chili-Honig ergibt sich ein unvergleichlicher Geschmack. Einfach Suprema, wie für dich gemacht. Das sieht cool aus auf die Rückseite. Ihr habt halt hier viel Gold-Aspekte, alles Supreme, alles heftig. Ihr habt hier nochmal ein Stück abgebildet, ihr habt den ganzen Text, der da drauf steht. Was war aber denn Calabrese Salami? War das nicht die, die sowieso immer so ein bisschen süß schmeckt? Bisschen süß, bisschen komisch, wo ich immer sage, okay, Salami ist gut. Aber Salami Calabrese ist absolut gar nicht mein Fall. Jetzt habe ich da gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe mich von Chili Honig verleiten lassen. Wenn da jetzt wieder so Calabrese Salami natürlich drauf ist, da weiß ich, okay, Chili Honig süß, Calabrese Salami auch süß wahrscheinlich. Da wird das wieder was ganz Besonderes sein. Ich werde jetzt auspacken, werde mal kurz zeigen, im tiefgefrorenen Zustand, wie die aussieht. Das wäre die Pizza tiefgefroren. Das daneben ist der Adischatz. Die kommt jetzt in den Ofen. Und dann melden wir uns gleich zurück, wenn die fertig ist. Wir sehen aber auf jeden Fall hier diese Paprika- oder Tomatenwürfelchen. Wir sehen hier, keine Ahnung, was das ist, ne? Und wir sehen Salami. Und wir sehen Käse. Und wir sehen Adi seinen Schwanz. Jetzt werden die Leute wieder sagen, ist das abartig, der Schwanz und die Haare und ach mein Gott, ich kriege den ganzen Tag Schwänze ins Gesicht und Haare vom Adi, da ist mir das eigentlich wurscht. Die kommt jetzt in den Ofen. Adi Schatz, gleich, wenn es fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig. Ich habe so lange noch das Raider Mittwoch Video geschnitten. Das ist die Pizza. So sieht die Pizza jetzt aus. Sieht die gut aus, sieht die nicht gut aus? Ich weiß es nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann mal kurz die Kamera rumdrehen. Kann die nochmal von hier zeigen, dass ihr das hier seht.
kümmert euch nicht um den Tisch. Da wird immer zu jeder Mist abgestellt, was man mal noch testen will, aber wo man nicht dazu kommt, wo andere Sachen dazwischen kommen. Konzentriert euch auf die Pizza. Wie sieht die aus? Wie ist der Rand? Hört ihr das? Der ist ja luftig, locker und richtig genial. Das ist der Pizzarand von dieser Calabrese in Nutja, was ich total falsch ausspreche. Denn ich lese irgendwie Nutja, aber das D ist ja vor dem U. Nduja. Also, das ist sogar noch besser. Nduja. Hä? Wer? Na du. Ja, was? Wie wo? Jetzt müssen wir das für das Thumbnail aber irgendwie nochmal reinhalten, dass da die Pizza ist und hier der Karton. So, dann müsste das wahrscheinlich auch schon ausreichen. Und ich habe hier auch meinen Pizzaschneider, sodass ich jetzt mal hier durch die Pizza durchfahre. Ganz gemütlich. Durch die Calabrese Salami. Ich muss sagen, da kommt schon ein sehr angenehmer Geruch entgegengeflogen. Bis jetzt merke ich nichts Süßliches. Es riecht irgendwie sehr herzhaft. Nach Salami, irgendwie sehr, 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 sehr fruchtig, tomatig auch. Also das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Sehr gut, Annette. Wo schmeiße ich das jetzt hin? Das stopfe ich jetzt mal kurz hier rein, damit ich den Tisch nicht voll mache. Ali Schatz rennt auch hier rum. Tabasco ist auch am Start, aber wir wollen jetzt natürlich erstmal so probieren. Nehme ich mir mal das. Guck mal, wie das hier runterhängt. Das ist Pizza. So muss sie doch sein, oder? Das heißt, ich werde das jetzt einmal zusammenfalten kurz, damit ich das besser essen kann. Denn hier ist auch direkt ein Calabrese Salami-Stück drauf. Okay. Der Boden ist sehr unscheinbar. Der Belag, die Zutaten stehen auf jeden Fall präsent im Vordergrund. Der Boden ist sehr weich, ein bisschen teigig so, merkst du noch? Dann habe ich irgendwie eine leicht brennende, bitzlige Note. Das könnte das Chiliöl sein, was da mit drauf ist. Ich habe einen Geschmack, den ich erst nicht zuordnen konnte, wo ich sage, was ist das denn? Das gehört da gar nicht hin. Das wird die Honignote sein, die irgendwie sowas Süßliches beim Essen direkt reinbringt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, was mich sonst an der Calabrese Salami, die dann in so eine süße Richtung geht, wo der Rest einfach anders ist, normal ist und das ein bisschen ablenkt, du was Herzhaftes erwartest du ja hier wegen dem Honig sowieso was Süßes und diese Honignote, die da drauf ist, die stört nicht, die funktioniert mit dem Rest der Pizza gerade, das hätte ich so nicht erwartet. Wir beißen jetzt mal hier hinten in den Rand. Ihr seht, der Rand, da sind Löcher drin. Ihr könnt da reinschauen, ihr könnt da was drin verstecken. Ihr könnt da, was weiß ich, euren Finger reintun und mal gucken, ist das drin weich, ist das hart. So, jetzt ist das Loch größer. Jetzt probieren wir mal den Rand. Also der Rand ist sehr knusprig, okay, aber irgendwie auch sehr trocken. Den Rand finde ich jetzt nicht so bombastisch, da habe ich schon andere gehabt, wo der Rand irgendwie auch noch sehr noch weicher war, im Ganzen mit der Pizza zusammen eins ergeben hat. Aber wenn du hier den Boden kaum spürst und hier hinten nur Rand hast, ohne irgendwas, ist der Unterschied einfach zu krass. Und da kann ich verstehen, dass manche Leute auch bei einer Pizza den Rand dann immer übrig lassen und sagen, nee, den möchten sie nicht, der stopft zu sehr und schmeckt nach nichts. Also er ist knusprig, aber er ist trocken. Mir wäre das auch zu viel, da bräuchtest du jetzt wieder einen Dip oder irgendwas. Hier ist jetzt, glaube ich, noch eine Salami drauf, genau. Hier ist eine Salami drauf, jetzt werden wir nochmal an der Salami-Ecke hier beißen. Also es hat auf jeden Fall was, die Salami ist trotzdem irgendwie herzhaft. Die Süße durch den Honig ist da, es ist sehr ölig, es ist sehr fettig, es ist sehr schmierig alles. Wenn du richtig Bock hast auf eine Salami-Pizza, rechnest du aber schon mit was Fettigem. Also Geschmack finde ich gut, Geschmack passt. Aber ich glaube, eine normale Salami-Pizza an sich, wo du dir dann ein Tröpfchen von einer scharfen Soße drauf machst, die reicht auch aus. Es muss keine Suprema sein, weil Suprema steht ja extra für diesen Boden. Und wenn der Boden das ist, was mich an der Pizza stört, dann bringt mir die Suprema auch nichts.
Der Belag ist gut gewählt, okay. Ich finde die Kombination mit dem Chili-Honig sehr interessant, aber das kannst du dir auch selber alles ein bisschen basteln. Oder wen die Süße ein bisschen stört, dann der macht sich halt nur irgendwie was Chili-artiges drauf. Ich werde jetzt nochmal hier vorne das, was runterhängt, abbeißen, in Kombination mit dem Rand. Und dann werden wir uns mal ein Stück mit Tabasco aneignen. Also ich merke schon, wenn ich in der Mitte von der Pizza abbeiße und es ist übelst Belag und du merkst kaum Boden und du beißt dann einmal kurz noch in den Rand, dann ist das okay. Dann macht das noch ein bisschen mehr Boden zum Belag dazu. Das geht sich noch aus. Aber irgendwie ist trotzdem zu viel Rand da, weil jetzt hast du dann das Stückchen übrig und wenn du das nur isst, ist das wieder zu trocken. Also ja, also immer wenn du vorne reinbeißt, musst du gleichzeitig komplett hinten reinbeißen. Bei anderen kannst du den Rand, wenn er übrig ist, essen und der Rand schmeckt trotzdem wunderbar. Der ist mir aber zu viel, deswegen. Ich werde jetzt nochmal kurz mit Tabasco probieren, Moment. So, Tabasco-Flasche ist am Start, machen wir mal auf. Ich habe die kleine verbraucht, die braune, ich habe die grüne verbraucht. Ich bin jetzt gerade bei der roten nochmal angelangt in meinem Set. Und da habe ich ja noch die Habanero Tabasco, wir haben noch die Skorpion Tabasco. Ihr seht hier, es hängt immer noch schön runter, aber der Rand, oh, der ist halt bombenfest. Ich würde auch nicht sagen, dass die zu lange drin war. Ich glaube, das passt so. Der Rand ist halt, wie er ist. Aber halt nichts für mich. Jetzt tun wir das nochmal zusammenfalten. Der Rand ist halt mehr als alles andere. Dadurch wiegt die Pizza einiges. Und dadurch denkt man, oh, die ist so fett und groß. Aber da, wenn du den Rand wegnimmst, da bleibt halt nicht viel von der Pizza übrig. Also jetzt habe ich mich durch das Tabasco-Stück gekämpft, das war auch gut, das passt auch trotzdem dazu. Das hebt nochmal ein bisschen die Schärfe auf, das Süße von dem Honig mit dem Essiglastigen von dem Tabasco kombiniert sich meiner Meinung nach auch, aber wenn ich von dem ganzen Stück dann jedes Mal so viel Rand übrig habe und den jetzt noch so trocken essen müsste, das ist leider auch Verschwendung, deswegen würde ich die wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, obwohl sie gut geschmeckt hat. Aber andere auch so ähnlich sind. So, ansonsten war es das, glaube ich, schon von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal die Suprema getestet? Habt ihr die Margarita getestet oder die Salami getestet? Oder habt ihr, wie ich, diese Chili-Honig-Variante gehabt mit der Calabrese? Und schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Artischatz. Mann, ist das trocken!